Subtile Leitstreifen, schicke Lampen, Sitzbänke und Wartehäuschen. Die Stadt Lübbecke hat sich bei ihrem Busbahnhof nicht lumpen lassen. 2012 wurde er für 500.000 Euro gebaut. Davon kamen 400.000 Euro Fördergeld vom Land NRW. Auch dafür, dass sich Sehbehinderte gut zurechtfinden. Hier ist ja dann kein Autoverkehr und das ist ideal. Die Umsteigemöglichkeiten vom Busverkehr, also von einem Bus in den anderen, in verschiedene Richtungen, funktionieren super. Völlig logisch, dass Lübbecke einen so teuren und praktischen Busbahnhof jetzt abreißt. Ist unmöglich. Da hat sich Lübbecke wirklich mal vor Jahren was Gutes einfallen lassen, diesen Busbahnhof herzurichten. Der ist ideal und dann wird das zerstört. Notwendigerweise, denn neben dem Busbahnhof stand lange Zeit ein Parkhaus. Das wurde aber bereits abgerissen, um Platz zu machen für das Einkaufszentrum Westertor. Die Stadt erhofft sich dadurch einen neuen Impuls für die Einkaufsstadt Lübbecke. Doch wo sollen die ganzen Besucher dann nur parken? Das geht nur neben dem neuen Einkaufszentrum auf dem Gelände des jetzigen Busbahnhofs. Dort entstehen 145 Parkplätze. Das ist natürlich ein Knaller und hat überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wegen des Abrisses muss die Stadt einen Großteil der damaligen Fördersumme zurückzahlen, weil die Zweckbindung Busbahnhof, sagen wir mal so, aufgehoben wurde. Aber es entsteht auch ein neuer Busbahnhof, 30 Meter entfernt. Da der Busverkehr ja aber nicht gänzlich aus der Stadt vertrieben werden kann, werden neue Haltestellen hier direkt nebenan an der Hauptverkehrsstraße angelegt. Wie praktisch, keine weiten Wege. Der Verkehr dort ist einfach zu stark, um da ungehindert und gefahrenfrei über die Straße zu kommen. Der Bürgermeister will persönlich lieber nicht zum Busbahnhof kommen und beschwichtigt schriftlich: Der neue ZOP wird nach den geltenden Vorschriften und Regelwerken sicher und barrierefrei hergestellt. Dies dürfen Sie nicht nur aus dem Umstand ableiten, dass der neue ZOP eine Förderung erhält. Er wird zwar mehr als doppelt so teuer wie der alte ZOP und kostet 1,2 Millionen Euro, aber das Land schießt auch hier wieder kräftig zu, 1 Million 68.000 Euro. Die Förderkriterien sagen, wir investieren oder wir fördern Infrastruktur nur dann, wenn eine Verbesserung der vorhandenen Situation erfolgt. Nun wird hier deutlich, das kann keine Verbesserung sein. Aber weil der alte ZOP ja abgerissen wird, ist man erst mal wieder bei Null. Also man konstruiert, wir machen es erst schlechter. Und weil wir es erst schlechter gemacht haben, können wir dann die Verbesserung wieder mit 1 Million aus Steuergeldern finanzieren. Gutes Abreißen und nicht ganz so gutes Neubauen. So geht Verkehrswende in Lübbecke. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra-3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.